So, liebe Freunde, könnt ihr mich hören da hinten? Sehr schön. Herzlich willkommen, liebe Genesene und Ex-Genesene, Getestete und vielleicht auch Ungetestete, liebe Gesunde. Und einfach liebe, gute Leute. Schön, dass ihr hier seid bei unserer Versammlung Freiheit statt 2G Lockdown. Spaltung beenden. Grundrechte verteidigen. Ich bin Sebastian Wippel, ich bin heute Abend der Versammlungsleiter. Und dieses Mal ist es etwas leichter als bei den anderen Malen. Heute muss ich keine großartigen Auflagen verlesen. Es gibt den freundlichen Hinweis im Auflagenbescheid, dass 1,50 Meter Abstand einzuhalten ist. Und wenn man das nicht kann, dann möge man drüber nachdenken, eine Maske aufzusetzen. Wir haben hier ein paar Ordner im Einsatz, die kennt ihr an den weißen Armbinden. Ich bitte einfach darum, den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten, wenn die was wollen. Und bevor wir gleich mit dem ersten Redner starten, möchte ich noch ein paar Leute ausdrücklich begrüßen. Nämlich, wenn ihr mal in die Richtung schaut, in die ich jetzt zeige, da hinten das große Banner. Wir danken der polnischen Regierung für den Schutz Deutschlands und Europas. Dieses Banner war schon vor dem Brandenburger Tor. Wir haben es gestern nach Warschau gefahren, 1200 Kilometer mit 15 Mann hin und zurück. Und es wurde freudig angenommen. Und wir freuen uns, dass die Patrioten, dass die Freunde heute hier sind und auch dieses Banner hier zeigen, damit jeder weiß, wo es hingehört und wer sich diese tolle Idee ausgedacht hat. Ja, das ist mal ein Applaus wert. Der erste Redner des heutigen Abends, soll kein Marathon werden, aber eine Weile werden wir brauchen. Ich hoffe, wir sind alle warm angezogen. Das ist der Kreisvorsitzende der AfD hier in Dresden und mein Kollege aus dem Sächsischen Landtag, André Wendt. Ja, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid auf dem Theaterplatz in Dresden. Wie bereits angesprochen worden ist, das heutige Thema Freiheit statt 2G-Lockdown, Spaltung beenden, Grundrechte verteidigen. Man könnte es auch Freiheit statt Impfzwang nennen, den mittlerweile selbst Staatsministerin Köpping nicht mehr ausschließt. Diese Thematik, liebe Freunde, bewegt uns alle. Deshalb haben wir zur heutigen kraftvollen Kundgebung hier in Dresden aufgerufen. Und liebe Freunde, anfangs wollte ich tatsächlich über dieses Thema sprechen, aber mir kam dann ein anderes wichtiges Thema in den Sinn, das ebenfalls nicht runterfallen sollte. Und das aktuelle Thema, über das ich anfangs in der Eingangsrede sprechen werde, behandelt das Thema der Rente. Ich kann euch aber versprechen, das Corona-Thema wird bei den nachfolgenden Rednern nicht zu kurz kommen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Ja, liebe Mitstreiter, ich möchte über die Rente sprechen, wobei eigentlich möchte der falsche Ausdruck ist. Ich muss über das Thema Rente sprechen, weil Oma und Opa schon jetzt
den Euro fünfmal umdrehen müssen und es zukünftig ohne die AfD nicht besser wird. Und in aller Munde ist dabei das Thema der Grundrente. Der Heilsbringer von CDU, CDU und SPD, der die Altersarmut in die Knie zwingen soll. Aber hilft denn die Grundrente wirklich? Seit Januar gibt es sie, die Grundrente, auf die man erst nach 33 Arbeitsjahren Anspruch hat und für diejenigen eingeführt worden ist, die trotz jahrzehntelanger Arbeit eine Rente bekommen, die kaum zum Leben reicht. Doch es stockt bei der Auszahlung der Grundrente. Aufgrund der komplizierten Berechnungen wurden die ersten Bescheide erst im Sommer dieses Jahres verschickt. Die letzten sollen 2023, also in 2 Jahren, den letzten anspruchsberechtigten Rentner erreichen. Liebe Freunde, das ist ein Skandal. In 2 Jahren, das ist kein Witz, liebe Freunde, das ist Realität. Hinzu kommt, dass die Erhöhung für viele Rentner der blanke Hohn ist, obwohl doch der SPD-Bundesminister Herr Heil gesagt hat, dass es um den Kampf gegen die Altersarmut und den Respekt vor den Lebensleistungen von Oma und Opa geht. Wie der Respekt der Regierung ausschaut, mussten nun viele Rentner anhand ihres Bescheides am eigenen Leib miterleben. So wurde in einer Fernsehsendung beispielsweise von einer Verkäuferin berichtet, die 43 Jahre gearbeitet und 4 Kinder großgezogen hat. Darunter einen schwerbehinderten Sohn, den sie 17 Jahre lang bis zu seinem Tod pflegte. Und wisst ihr, wie viel Rentenzuschlag diese Verkäuferin bekommt? Gerade einmal 5 Euro. Von ca. 958 Euro auf 963 Euro Rente. Und wisst ihr was? 3/4 der Rentner, die als arm gelten, haben überhaupt keinen Anspruch auf die Grundrente. Und ich frage euch, liebe Freunde, schaut so Gerechtigkeit aus? Ist das der Respekt, den ihr euch von eurer Regierung wünscht? Richtig. Nein, nein und nochmals nein. Denn diese Auszahlungshöhe ist eine Schande, eine Rentenschande, die nicht mehr länger zu ertragen ist. Und liebe Freunde, diese Schande muss ein Ende haben. Ich fordere deshalb eine gerechte Rente für ein hartes Arbeitsleben. Und liebe Freunde, es geht weiter. Denn hinzu kommt, und das müssen Sie sich mal vorstellen, dass, um die Ansprüche zu bearbeiten und insgesamt 1,3 Milliarden Euro Grundrente auszuzahlen, 3.500 neue Stellen geschaffen worden sind und sich die Verwaltungskosten im Jahr auf ca. 400 Millionen Euro belaufen. 400 Millionen Euro Verwaltung, um 1,3 Milliarden Euro auszuzahlen. Liebe Freunde, das ist ein Versagen auf ganzer Linie zu unseren Lasten, zu Lasten der deutschen Steuerzahler. Und liebe Freunde, jetzt kommt der nächste Hammer. Nachdem vor geraumer Zeit das Rentenalter bereits auf 67 Jahre angehoben worden ist, gibt es jetzt auf Bundesebene bereits Diskussionen zur Rente mit 70. Stellt euch doch
doch mal eine 70-jährige Pflegekraft vor, die fast gleichaltrige Pflegebedürftige aus dem Bett heben muss. Stellt euch mal einen 70-jährigen Gerüstbauer vor, der in schwindelerregenden Höhen Probleme mit dem Gleichgewicht und schweren Gerüstteilen hat. Und da bekannt ist, dass Reaktions- und Urteilsvermögen im Alter abnehmen, steht natürlich auch die Frage im Raum, inwieweit eine 70-jährige Busfahrerin überhaupt noch den Bus fahren kann. Natürlich, liebe Freunde, natürlich sind viele Rentner auch im Alter noch fit, aber viele eben auch nicht. Auch wenn die Lebenserwartung steigt, heißt das doch noch lange nicht, dass alle älteren Bürger unseres Landes auch länger gesünder und leistungsfähiger sind. Natürlich soll unsere ältere Generation nicht auf das Abstellgleis geschoben werden, aber irgendwann darf mit Arbeit auch mal Schluss sein. Liebe Freunde, zumal heutzutage bereits Menschen über 50 oft Schwierigkeiten haben, überhaupt noch eine adäquate Anstellung zu finden, weil sie schon als zu alt gelten. Wer länger arbeiten möchte, kann das gerne tun. Wer das entsprechende Alter oder jahrzehntelang gearbeitet hat, soll aber auch in die wohlverdiente Rente gehen können. Und es ist auch nicht angebracht, jetzt schon Rentenalterforderungen aufzustellen, die über das Jahr 2040 hinausgehen. Das schafft nur Unsicherheit und lenkt von vielen selbstgemachten Defiziten ab. Wir müssen doch erstmal unseren eigenen Haushalt in den Griff bekommen, um zu verhindern, dass bis zum 70. Lebensjahr gearbeitet werden muss. Und in dieser Verbindung ist festzustellen, dass wir unseren Haushalt überstrapaziert haben. Und daran ist nicht nur die verantwortungslose Zuwanderungspolitik schuld, sondern auch, dass wir mit unseren Steuergeldern hochverschuldete Staaten wie beispielsweise Italien finanzieren. Wir bezahlen damit sogar den Italienern, Spaniern und Griechen einen früheren Renteneintritt und höhere Renten als uns Deutschen, wie Professor Raffelhüschen von der Uni Freiburg kürzlich feststellt. Zudem, liebe Freunde, leisten wir uns zu große Parlamente, zu viel Personal in den Ministerien, zu viel Bürokratie und zu viel Missmanagement und eine ganze Menge Schlamperei, wie der Bundesrechnungshof im letzten Jahr feststellt. Und, liebe Freunde, es fehlt aber auch an einer Prioritätensetzung. Luxusprojekte kann man sich nur leisten, wenn der Staat die Grundversorgung der Bevölkerung sichergestellt hat. Und das ist sie eben nicht, wenn man feststellen muss, dass die Altersarmut einen Höchststand erreicht hat und wir immer länger arbeiten müssen, um überhaupt in den Genuss der Grundsicherung zu kommen. Besonders dramatisch ist es in diesem Zusammenhang bei den Geringverdienern. Wer nur 1.500 Euro im Monat verdient, muss derzeit, ich rede hier von einem Bruttolohn, muss derzeit 48 Jahre für eine Rente auf Grundsicherungsniveau arbeiten. Beim Renteneintritt im Jahr 2045 werden es sage und schreibe 56 Jahre sein müssen. Beispielrechnung: 18 Jahre, 1.500 Euro brutto im Monat, 56 Jahre arbeitende, Renteneintrittsalter 76 Jahre, liebe Freunde. Ein unfassbarer Zustand, der keinen Bestand haben darf. Und liebe Freunde,
Dieser unfassbare Zustand lässt mich auch nicht mehr ruhig schlafen. Und um unseren Rentnern eine respektvolle Rente zu ermöglichen, haben wir als AfD natürlich auch einige Vorschläge ausgearbeitet, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Erstens, Selbstständige, insofern sie keine eigene Rentenversicherung vorweisen können, und Parlamentarier müssen zukünftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Zweitens, wir müssen die Verbeamtung auf rein hoheitliche Aufgaben beschränken. Damit könnte ein großer Teil der künftigen Staatsbediensteten in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Drittens, wir müssen endlich dafür sorgen, dass in der Familienpolitik neue Wege gegangen werden. Leider ist Kinderkriegen immer noch mit großen finanziellen und gesellschaftlichen sowie persönlichen Einbußen verbunden. Wir brauchen deshalb für Familien Steuerentlastung, gesellschaftliche Anerkennung, Förderung von Wohneigentum, Ehe-Startkredite, ein Staatssparte-Depot für Kinder bis zum 18. Lebensjahr und eine sofortige Rentenerstattung für jedes Kind in Höhe von 20.000 Euro, ohne dass sich die Rentenansprüche dadurch verringern. Zudem, liebe Freunde, muss der Wiedereinstieg von Eltern nach der Babypause durch Lohnsubventionen an die Arbeitgeber vereinfacht werden. Und viertens, wir müssen dringend etwas tun, um die drohende Altersarmut für eine Vielzahl künftiger Rentner abzuwenden. Wir müssen deshalb auch denjenigen, die weniger als 33 Beitragsjahre aufweisen können, einen Ausgleich zu ihren Armutsrenten auszahlen. Daher wollen wir, dass grundsätzlich 25% der Altersrente nicht auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Liebe Freunde, wenn wir gut haushalten, Prioritäten setzen, den Arbeitsmarkt stärken und den Mittelstand entlasten und uns erst einmal um das eigene, das deutsche Volk kümmern würden, könnten wir diese Maßnahmen finanzieren. Und endlich die notwendige Wende in der Rentenpolitik einleiten. Deshalb halten Sie weiter zu uns, damit es unseren Rentnern bald besser geht. Vielen Dank. Ihr seht und ihr hört, dass es noch andere wichtige Themen gibt, die man nicht unter dem Deckmantel von Corona verstecken kann und nicht unter diesem Deckmantel verstecken darf. Harte Oppositionsarbeit heißt auch, sich mit den Themen der Zukunft und den Themen der Rente zu beschäftigen. Jetzt habe ich eine Bitte. Zeigt mal bitte alle eure Fahnen hoch und haltet die mal oben. Wir haben heute nicht viel Wind, da wird ein bisschen wedeln. Jetzt erlaubt mir mal einen kleinen zynischen Scherz. Wir begrüßen nämlich jetzt auf der Bühne denjenigen, dem wir das zu verdanken haben, dass Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen geworden ist. Denjenigen, der Michael Kretschmer aus dem Bundestag rausgeworfen hat. Mit einem riesigen Applaus unser Bundessprecher Tino Chrupalla. Ja, liebe Landsleute hier in Dresden, ja, lieber Sebastian, danke. Das kann ich mir jetzt noch ewig anhören, ich hoffe nicht mehr zu lange, damit wir ihn auch aus der Staatskanzlei raushauen. Jawohl! Und ich freue mich sehr, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid, hier auf dem Theaterplatz zu unserem ersten Tag der Freiheit 2G. Es reicht,
Und ich denke, wir sind alle dabei, dass das endlich beendet werden muss, denn so kann es nicht weitergehen. Und wir müssen hier und heute ein Zeichen setzen, damit die gewählten Politiker endlich verstehen, dass es so nicht weitergehen kann. Und ihr nehmt ein Grundrecht wahr. Und darauf könnt ihr alle, können wir alle hier heute stolz sein. Denn über eure, über unsere Köpfe hinweg wird durch die Regierenden in den Ländern und im Bund fast seit 2 Jahren entschieden. Und wer das verbriefte Recht wahrnehmen möchte, über seinen Körper und seine Gesundheit selbst zu bestimmen, wird genauso ausgegrenzt wie die, die sich friedlich wie hier zu einer Kundgebung zusammenfinden. Der Staat wird immer übergriffiger und will bestimmen, was für uns gut ist. Und dabei verlieren die Regierenden vollkommen aus dem Blick, wofür sie eigentlich da sind, liebe Freunde. Wir Politiker sind keine Virologen und Ärzte. Wir müssen aber zuhören können und aus den vielen Meinungen und Eindrücken vernünftige Schlussfolgerungen ziehen. Denn wir sind dafür verantwortlich, dass die vielen klugen Köpfe in diesem Land die Rahmenbedingungen setzen, um erfolgreich arbeiten zu können. Und es schockiert mich. Und ich bin traurig darüber, was die Merkel-Regierung seit vielen Jahren aus unserem Heimatland gemacht haben. Es geht schon lange nicht mehr darum, was wir hier in Dresden, in der Lausitz oder im Erzgebirge brauchen und wollen. Und gerade die ländlichen Regionen werden immer stärker abgehängt. Denn es geht wie vor 1989 nur darum, wer mit einem Posten versorgt wird, liebe Freunde. Und das beste Beispiel ist auch der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Herr Wanderwitz. Über Monate hat dieser Mann seine eigenen Landsleute beschimpft. Und zur Belohnung platziert ihn die Sachsen-CDU auf Listenplatz 1. Und nun ist er wieder 4 Jahre Bundestagsabgeordneter in Berlin. Und ihr seht, diesen Politikern geht es in erster Linie um sich selbst. Sie haben vollkommen den Kompass verloren, wofür sie vom Bürger gewählt wurden. Und liebe Freunde, wo stehen wir heute? Was haben diese Politiker wie Merkel, Wanderwitz oder Kretschmer aus Sachsen, aus unserem Deutschland eigentlich gemacht? Sie haben die Bevölkerung immer weiter und immer tiefer gespalten. Das ist das Hauptergebnis der erfolglosen Corona-Politik. Und seit 2 Jahren versuchen Wissenschaftler, Politiker und viele Bürger, ihren Unmut über diese grundgesetzfeindlichen Maßnahmen auszudrücken. Und wir haben gute Argumente und Fragen, die mittlerweile berücksichtigt werden. Zum Beispiel zum Thema Inzidenz. Was sagt sie aus? Genau, sie sagt, wie viele Menschen infiziert sind. Aber sie sagt nicht, wie viele wirklich krank sind. Und das zeigt doch, dass dieses Instrument völlig ungeeignet ist, um damit allein solche Einschränkungen wie aktuell zu begründen. Und liebe Freunde, die aktuell geschürte Panikmache mit den 7-Tage-Inzidenzwerten dient einzig dem Zweck, vom politischen Versagen der Regierenden abzulenken. Und das seit Beginn der Corona-Krise. Und das wissen auch die Verantwortlichen. Und genau deshalb haben wir uns in Berlin im Frühjahr ja auch darauf geeinigt, dass wir die Auslastung der Krankenhäuser mit berücksichtigen müssen. Das war übrigens ein richtiger Schritt. Aber, wie so oft, werden durch die Bundesregierung nur halbe Sachen gemacht. Denn wenn wir auf die Belegungszahlen der Krankenhausbetten schauen, stellt man fest, dass wir hier und heute nicht besser dastehen als vor einem Jahr. Und das hat einen einfachen Grund. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr 4.000 Intensivbetten abgebaut, in Sachsen fast 300. Zahlreiche Pfleger und Krankenschwestern haben den Dienst quittiert, weil sie sich weder finanziell noch ideell geschätzt fühlen. Und Gesundheitsminister Spahn hat es in bald 2 Jahren Corona-Ausnahmezustand geschafft, den bereits zuvor bestehenden Pflegenotstand anzugehen. Im Gegenteil, er hat ihn aufgrund völlig verfehlter Corona-Maßnahmen noch weiter verschärft. Es fehlen über 200.000 Pflegekräfte in erster Linie in den Krankenhäusern. Und mit einer Impfpflicht würde man das sogar noch verschärfen, was aktuell angedacht ist. Und natürlich sind die Krankenhäuser teilweise überlastet. Nur kann man das nicht denjenigen anlasten, die vom Recht Gebrauch machen, sich nicht impfen zu lassen. Anstatt die Bezahlung
der Pflegekräfte endlich zu verbessern und weitere Intensivbetten zur Verfügung zu stellen, dienen der Regierung gesunde, nicht geimpfte Bürger nun als Sündenbock. Und genau hier werden die Bürger gegeneinander ausgespielt und die Gesellschaft immer weiter gespalten. Ziel scheint es nämlich wirklich zu sein, die politische Misswirtschaft der Regierungen in Bund und Ländern zu verschleiern. Und das ist wirklich unverantwortlich, liebe Freunde. Und der Druck auf die Bürger steigt immer weiter. Noch im Oktober hat man die kostenfreien Tests abgeschafft. Damit glaubte man wirklich, dass sich vielleicht alle impfen lassen würden. Genau dieses Experiment ist gründlich gescheitert. Und wir haben immer gesagt, lasst die Tests kostenlos, damit auch die soziale Spaltung abnimmt. Aber man hat es durchgezogen. Aber die Regierenden haben immer neue Ideen, um ihr offensichtliches Ziel einer Impfpflicht durch die Hintertür umzusetzen. Zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, ein weiterer Versuch, den Impfdruck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Und genau dies führt nun zu noch mehr Unfreiheit, ohne tatsächlich die Sicherheit zu verbessern. Die da verfügbaren Impfstoffe vollständig vor Ansteckung, noch vor Erkrankung, das wissen wir, noch vor der Weitergabe des Virus zu schützen. Wenn überhaupt, macht eine generelle Testpflicht für alle am Arbeitsplatz Sinn. Und die sächsische Landesregierung hat sich ja als Vorreiter schnell eine weitere Disziplinierung ausgedacht und verzockt mit ihrer 2G-Regelung die wirtschaftliche und soziale Zukunft unserer Heimat. Wieder nahen die Festtage und viele Gastronomen werden an die Zeit vor 12 Monaten erinnert. Volle Vorratslager und keine Kundschaft. Mit kostenpflichtigen Tests wollte der Staat dem Bürger an die Brieftasche gehen und das zu Zeiten einer sich verschärfenden Inflation. Und alle politischen Maßnahmen sind wieder einmal alternativlos. Staatsminister Petra Köpping machte mit der Spaltung der sächsischen Gesellschaft den nächsten Lockdown, wollte sie verhindern. Frau Köpping, diese Drohung haben die Bürger verstanden. Sie erreichen mit ihrer unseriösen Politik bald niemanden mehr in Sachsen. Und das ganze Kabinett Kretschmer versucht nur noch mit Angst und Verunsicherung die Sachsen zu führen. Oder warum sonst spricht der Ministerpräsident nur noch von Verboten, zum Beispiel der Weihnachtsmärkte? Das Ganze scheint eher Ausdruck des eigenen politischen Stillstands zu sein. Es geht Michael Kretschmer offensichtlich nur noch um die Machtfrage. Anders kann er selbst in der eigenen CDU nicht mehr bestehen, die Stück für Stück in sich zerfällt. Und liebe Freunde, wenn man über das Wahlergebnis vom September nachdenkt, verwundert es doch stark, dass dieser Ministerpräsident noch immer im Amt ist. Im September 2017 musste sein Vorgänger Stanislav Tillich dafür gehen und für den arbeitslosen Kretschmer Platz machen. Aber das ist eben eine typische CDU-Strategie. Die Versorgung des eigenen Personals kommt vor dem Wohl des Landes und der Bürger. Und genau diese Politikexperten im Kabinett Kretschmer fahren unser schönes Sachsen immer weiter an die Wand. Haben Sie denn in den 3 Jahren von Corona noch immer nichts gelernt? Und ich habe ja schon gesagt, infiziert bedeutet nicht erkrankt. Die Inzidenz darf nicht im Mittelpunkt stehen. Die Krankenhäuser sind derzeit durch Covid-19-Patienten jedenfalls nicht überlastet. Und wenn die Übertragungswege wirklich nachvollzogen werden sollen, weshalb sind eigentlich Geimpfte und Genesene nicht testpflichtig? Diese Frage muss auch Michael Kretschmer beantworten. Denn das wäre die logische Konsequenz und wird folgerichtig auch von den Fachleuten, wie den Professoren Chalasid und Strick, gefordert. Und liebe Landsleute, das überholte politische Versprechen, dass Impfungen die Verbreitung stoppen und man Corona damit besiegen kann, ist nicht eingetroffen. So ehrlich muss man doch endlich mal sein, Herr Kretschmer. Und man muss sich auch die Fragen stellen dürfen. Man muss die Fragen stellen dürfen, was sind das eigentlich für Impfstoffe? Sind wir vielleicht wirklich die Versuchskaninchen für die Pharmalobby? Vergleichen wir doch mal die Impfleistung mit einer Handwerkerleistung. Sie bestellen sich einen Handwerker. Der streicht Ihnen eine Wand,
zweimal. Muss ja schließlich schön decken, wenn es ein starker Farbton ist. Der Handwerker bekommt dafür das Bundesverdienstkreuz, weil er es so toll gemacht hat. Nach einem halben Jahr blättert die Farbe ab, sie bestellen den Handwerker ein und er erklärt ihnen erstmal, dass es auf dieses Produkt keine Gewährleistung gibt. Gibt es nicht. Aber der Handwerker bietet ihnen einen Booster-Anstrich. Die Wand muss schließlich alle 6 Monate gestrichen werden. Was würden Sie mit diesem Handwerker machen? Denkt nach, liebe Freunde. Denkt einfach nach. Sehen wir der Realität ins Auge. Wir werden auch mit diesem Coronavirus leben lernen müssen. Es steht fest und wir fordern. Wie schon im letzten Jahr müssen gefährdete Gruppen geschützt werden. Zum Beispiel durch staatlich organisierte und finanzierte Tests. Die Politik muss endlich die notwendigen Rahmenbedingungen setzen. Den Erhalt bzw. Ausbau und nicht Abbau von Krankenhäusern. Das Pflegepersonal muss auskömmlich bezahlt werden. Diese Leistung muss sich endlich wieder lohnen. Und wir brauchen auch neues Pflegepersonal. Das heißt, es braucht endlich eine Ausbildungsoffensive dafür. Das hat auch Michael Kretschmer verpennt. Seit einem Jahr reden wir, dass es eine Ausbildungsoffensive in der Pflege geben muss. Wir brauchen in diesem Land endlich wieder Leute, die auch mit ihren Händen arbeiten können. Weltfremde Akademiker haben wir nun mehr als genug, liebe Freunde. Und genau das sind alles die Aufgaben, die durch die Politik erfüllt werden müssten. Und das passiert fast nicht. Die Regierenden halten an der Macht fest, haben Geschmack an ihrer Machthülle gefunden und verleugnen, dass ihre Corona-Lockdown-Politik vollständig gescheitert ist. Gewählte Abgeordnete wollen die eigenen Bürger durchideologisieren, indem sie die Gesellschaft nach richtig und falsch bzw. geimpft und ungeimpft aufspalten. Und ich frage mich wirklich, ob die Regierenden nicht endlich zugeben möchten, dass es um die Impfpflicht und nicht um die Frage nach Macht geht. Und das lehnen wir von der Alternative für Deutschland ab, liebe Freunde. Und es müssen endlich wieder die Würde und der Wille des Menschen, Vernunft und Besonnenheit, Verhältnismäßigkeit und ein Ziel im Mittelpunkt politischen Handelns stehen. Wir verlangen endlich den Respekt der Regierenden und der Verantwortlichen vor den individuellen Entscheidungen der Bürger. Nur der Einzelne kann über seine Gesundheit, seine körperliche Unantastbarkeit entscheiden. Vor allem auch für unsere Kinder. Deshalb Finger weg von unseren Kindern! Und genau das muss ein Staat garantieren. Alles andere ist grundgesetzwidrig, zutiefst inhuman und zerstört unsere Gemeinschaft und unser Volk. Und liebe Landsleute, wir werden das auf allen demokratischen Wegen und mit allen demokratischen Mitteln durchsetzen. In den Parlamenten und hier draußen auf der Straße. Und wir werden Ministerpräsident Kretschmer und sein Kabinett zur Rechenschaft und zur Verantwortung ziehen. Ich rufe dazu alle Sachsen und alle Bürger unseres Vaterlandes auf. Und nun ist es nicht so, dass uns nur die Corona-Einschränkungen in Schach halten. Es ist die neu auflammende Migrationsbewegung, die uns in Sachsen mittlerweile erreicht hat. Mein Wahlkreis grenzt direkt an Polen und ich kann davon berichten, dass dort tagtäglich illegale Migranten den Weg in unser Land finden. Was mit Frau Merkels Initiative 2015 begann, hat noch immer kein Ende gefunden. Und deshalb möchte ich von Dresden aus noch einmal der Regierung und den Sicherheitskräften der Republik Polen danken, die mit ihrem standhaften und aufopferungsvollen Einsatz nicht nur die Außengrenze der EU, sondern auch die Sicherheit Deutschlands und seiner Bürger verteidigen. Und das Vorgehen der polnischen Grenzschützer, illegale Migranten nach verbotenem oder gar gewaltsamen Grenzübertritt unverzüglich zurückzuweisen, ist vollkommen richtig und geboten. Und es stimmt weiterhin mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte überein. Es ist verwerflich und unverantwortlich, wenn deutsche Politiker
in dieser Situation die Lobbyarbeit der Asylindustrie übernehmen und gegen Polen hetzen und diffamieren. Die heuchlerische Forderung von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, an die Ampelparteien einen Plan für die Situation an der deutschen Grenze vorzulegen, ist hingegen nur noch grotesk. Offenbar hat Brinkhaus vergessen, welche Partei, nämlich die CDU, für die Migrationskatastrophe seit 2015 verantwortlich ist. Die deutsche Politik ist in der Pflicht, den Hauptmagneten der Massenmigration abzustellen, nämlich die im europäischen Vergleich einmalig hohen Geldleistungen Deutschlands für Asylbewerber. Wenn Deutschland etwas ohne jeden Zweifel geschafft hat, dann eins und dann dies. Es hat in Sachen Einwanderung die völlig falschen Signale in die Welt geschickt. Signale, die bis heute wirken und mitverantwortlich sind für die dramatische Lage an der polnischen Grenze. Und deswegen sitzen die Verantwortlichen dafür zuallererst in Berlin, in Brüssel und nicht in Minsk. Die CDU-geführten Bundesregierungen haben die überzogenen und irrigen Erwartungen der Migranten an Deutschland schließlich erst geweckt. Und wenn Migranten die Signale aus Europa bisher nur in Richtung offener Grenzen verstanden haben, dann kann und muss die Staatengemeinschaft jetzt die umgekehrten Signale senden. Kommt nicht, beziehungsweise kommt, wenn dann nur, auf dem regulären Wege. Nicht so wie bisher. Das muss ein Ende haben, liebe Freunde. Und deshalb fordern auch wir angesichts der aktuellen Bilder vom Ansturm illegaler Migranten an der Ostgrenze Polens, dass sich die Bundesregierung umgehend mit der EU und dafür auch bei der EU einsetzen muss, dass Polen von der Gemeinschaft alle nötige Unterstützung erhält, um die gemeinsame Außengrenze effektiv zu sichern. Für unsinnige Strafzahlungen Polens an die EU ist in dieser Situation hier absolut kein Platz. Jeder Euro, der für die Sicherung und den Ausbau der EU-Außengrenzen bereitgestellt wird, ist dabei gut investiertes Geld. Denn dadurch wird ein deutliches Signal in die Welt gesendet. Die Zeit der offenen EU-Grenzen geht zu Ende. Die Hauptaufnahmestaaten der illegalen Migranten in der EU, also vor allem Deutschland, müssen deutlich entlastet werden. Wir müssen es sehen, wie es ist. Nur der politische, vorbildliche Grenzschutz Polens sorgt derzeit dafür, dass die aktuelle Flüchtlingskrise in Deutschland noch nicht das Ausmaß von 2015 angenommen hat. Und es ist wichtig, dass auch innerhalb der EU illegale Grenzübertritte durch konsequente Kontrollen und Zurückweisungen verhindert werden, damit der Asyltourismus innerhalb der EU keine Chance mehr hat. Und dabei stehen wir von der Alternative für Deutschland für den Dialog mit allen Staaten. Die Bundesregierung, die aktuelle und die neue, muss endlich ihr Prinzip der Offenheit auch einmal leben. Wir von unserer Seite werden weiterhin die Gespräche zu unseren Partnern im gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok suchen und auch pflegen. Und für heute, liebe Freunde, danke ich euch für euer zahlreiches Kommen. Macht von euren Bürgerrechten weiter Gebrauch. Fragt nach und streitet weiter. Wir sind eure Stimme in Berlin und hier in Sachsen. Vielen Dank. Das war ja mal ein Farbtupfer. So, jetzt werden wir der Sache nochmal einen anderen Anstrich geben. Also ihr merkt, ich kann das auch. Aber der Tino malt besser. Definitiv. Stellt euch mal vor, hier um uns rum, die Semperoper das Licht aus, im Zwinger das Licht aus, in der Hofkirche das Licht aus. Gar dunkel wär's. Wer von euch ist mit dem Auto hier? Okay, wer von euch hat alles ein Auto? Okay, dann könnt ihr mit dem nächsten Thema auch was anfangen. Unser energiepolitischer Sprecher und Generalsekretär der AfD Sachsen, Jan Zwerg. So, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht reinbeiße.
Ja, schönen guten Abend auch von mir. So, erstmal die Zettel hinlegen. Aber das meiste, was ich euch heute sagen will, das weiß ich auch so. Und ich werde relativ frei zum Thema Energiepolitik in Sachsen sprechen. Sachsen ist Energieland. Wir haben die Braunkohlekraftwerke, Tagebaue und, liebe Freunde, das sind nicht die Dreckschleudern der Welt, denn Deutschland hat die saubersten Kohlekraftwerke der Welt. Wir produzieren seit vielen Jahrzehnten den Strom, den wir dringend benötigen, und die Wärme, die wir dringend benötigen, eben mit diesen Kraftwerken. Und jetzt ist es so, dass diese Regierung, die alte und auch die neue in Berlin, der Meinung ist, dass man aufgrund eines Märchens jetzt diese moderne Kraftwerkstechnik abschalten muss. Es beginnt mit den Kernkraftwerken im Westen. Kernkraftwerke ebenfalls modernster Bauart mit einem ganz, ganz hohen Sicherheitsanspruch. Auch die sichersten Kraftwerke mit in der Welt werden zum Ende dieses Jahres 3 Stück an der Zahl abgeschalten. Das bedeutet, uns fehlt in Deutschland Grundlast. Wir werden Gefahr laufen, keine sichere Energieversorgung über den Winter zu haben. Und der ein oder andere wird schon von euch gehört haben, wo es dann enden kann, nämlich im Blackout. Die Erzählung, das Märchen, von dem ich gerade gesprochen habe, ist das Märchen vom bösen CO2. Das Märchen vom bösen CO2, das sich da aufmacht Richtung Hemisphäre und unsere Erde übermäßig erhitzt. Also wir reden mittlerweile, also wir reden von was ganz anderem, aber die in Berlin, die CDU, die Grünen, die SPD, die Linken und selbst die FDP knickt ein, die reden ja davon, dass wir keine Erwärmung mehr haben nur, denn jetzt haben wir schon eine Überhitzung, Leute. Wir haben schon eine Überhitzung der Erde. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und es wird behauptet, dass das CO2, was der Mensch verursacht, was ungefähr 2,5% von dem, was an natürlichen CO2 emittiert wird, aus Vulkantätigkeit, aus dem Aufsteigen von Land- und Wassermassen, diese 2,5%, die wir als Menschen produzieren, emittieren, die sollen dafür verantwortlich sein, dass wir hier nicht nur eine Erderwärmung, sondern eine Erderhitzung haben, dass die Welt untergeht und dass wir unbedingt was tun müssen, nämlich unsere Wirtschaft runterfahren, keine Ansprüche mehr haben, Lastenfahrräder fahren, Autos alle verschrotten und wer es sich dann noch leisten kann, der kann sich ein Elektroauto kaufen. Und aufgrund dieses Märchens, dieser Erzählung, wird hier alles umgekrempelt. Oder hat sich jemand von euch vorstellen können, vor 3, 4 oder 5 Jahren, dass mal so massiv in unser Eigentum eingegriffen wird? Hat sich das jemand vorstellen können? Ich glaube kaum. Unser Leben wird durcheinandergewirbelt. Das, was wir gewohnt sind, wofür wir gearbeitet haben, wofür wir geforscht haben, was wir uns als Land aufgebaut haben, all das wird momentan in Frage gestellt aufgrund eines Experimentes. Etwas anderes ist es nicht. Meine Damen und Herren, Energie muss reichlich zur Verfügung stehen. Deutschland und auch ganz Europa sollen grün werden. Ihr habt alle gehört vom Green Deal. Und
Auf was für Kosten bleiben wir denn dann sitzen? Was passiert? Ich habe einen sogenannten Politikbrief der chemischen Industrie bekommen, als Abgeordneter hier im Landtag. Haben die wahrscheinlich an jeden geschickt. Ich habe ihn mir mal durchgelesen. Und da stand drin, dass der Verband der Meinung ist, dass man sich schon an dieser ganzen Geschichte beteiligen sollte, dass auch die chemische Industrie ihren Beitrag dazu leisten sollte und so weiter und so fort. Und dann kam ganz gemein ein Vergleich. Der Vergleich sagte, dass die chemische Industrie, das ist ja nur eine Branche, zugegebenermaßen eine große Branche in Deutschland, dass die chemische Industrie, wenn sie denn im Jahr 2045 komplett emissionsfrei grün produzieren soll, dass sie dann einen jährlichen Strombedarf von 600 Terawattstunden benötigt. Ich sehe bei einigen schon ein Lächeln, denn es dürfte allgemein schon bekannt sein, dass der gesamte Strombedarf der Bundesrepublik Deutschland, also für das ganze Land, momentan bei ca. 520 Terawattstunden liegt, aber fürs ganze Land. Und hier sagt eine einzige Branche, wir brauchen für uns, wenn wir das machen sollen, was ihr von uns verlangt, 600 Terawattstunden. Daran erkennt man die Dimension dieses Irrsinns. Was mir heute wichtig ist, wir sind als AfD die Partei der Leute, die früh auf Arbeit gehen und ihr Geld verdienen. Genau. Muss da ja mal betont werden hier, ne? Also, genau diese Leute werden jetzt durch diesen Wahnsinn, der im Moment stattfindet, Stück für Stück enteignet, was ihre Fahrzeuge betrifft. Dieselfahrzeuge, Benzinfahrzeuge sind irgendwann nichts mehr wert und ihr habt teilweise Autos, die sind vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre alt. Und was wollen die Grünen? Sie wollen euch nicht mehr in die Städte fahren lassen. Sie wollen am liebsten diese Fahrzeuge verbieten. Die EU trägt dazu bei, indem sie die Werte für die Emissionen so hinsetzt, dass man sie nicht mehr erfüllen kann. Die Autoindustrie, der ist das scheißegal, das könnt ihr mir glauben, weil die Autoindustrie sagt, scheißegal, dann machen wir eben ein Elektroauto, Hauptsache wir verdienen Geld. Es ist denen vollkommen wurscht, was sie produzieren. Aber wir fahren an die Tankstelle und sehen die Spritpreise, die natürlich auch der Tatsache geschuldet sind, dass im Moment die Rohölpreise nach oben steigen oder gestiegen sind. Aber wir hatten auch Zeiten vor 20 Jahren, wo die Rohölpreise auch schon so hoch waren. Aber da war der Benzin- oder Dieselpreis eben nicht hoch. Das muss man sich auch mal überlegen. Wir zahlen momentan 1,70 Euro, sage ich jetzt mal, ich brauche mich jetzt nicht korrigieren, schwankt sowieso laufend. Wir zahlen 1,70 Euro für den Liter Benzin. Der Liter Benzin beinhaltet 98 Cent Steuern und Abgaben, liebe Freunde. 98 Cent, das ist Wahnsinn. Ich fordere Herrn Kretschmer, der immer so ganz die große Klappe hat bei all solchen Sachen auf, er soll sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass die sogenannte Energiesteuer, das war mal die Mineralölsteuer, runtergesetzt wird, dass die Mehrwertsteuer runtergesetzt wird, dass diese ganzen Nebenkosten von unseren Benzin- und Dieselpreisen nach unten gehen, dass wir wieder tanken gehen können, dass wir auf Arbeit fahren können, dass wir einfach das Geld, was jetzt zum Fenster rausgeworfen wird, wegen einer Ideologie, die niemand so richtig glaubt, dass wir unser Geld behalten können, dass wir nicht entwertet werden. Liebe Freunde, das soll er machen. Das Gleiche gilt für die Heizung. Ja, auch diese Preise klettern und natürlich hat es auch Ursachen, die wir am Weltmarkt suchen müssen. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, Nord Stream 2 ist eine Sache, die können wir auf keinen Fall durchziehen. Da müssen wir die Bremse reinhauen. Ihr erinnert euch an den Wahlkampf, Europawahl zum Beispiel. Ja? Sollte nicht freigegeben werden, sollte nicht weitergebaut werden. Und dann wird jetzt in dieser Phase, wo diese Penner wirklich verpennt haben, die Gasspeicher aufzufüllen in Deutschland, wo wir nur die Hälfte drin hatten, wo wir aus einem Winter gekommen sind, der mal ein bisschen länger ging,
Was Gas jetzt auf einmal nur noch zur Hälfte da und dann wird was gemacht? Die Entschuldigung oder die Schuld wird wem zugeschoben? Natürlich Putin. Wem sonst? Denn der hat wahrscheinlich nie richtig geliefert. Und hinterher mussten sie klein beigeben und mussten korrigieren. Er hat selbstverständlich alle Verträge erfüllt und das geliefert, was bestellt wurde, Freunde. Diese Lügner. Aber unsere Lebenshaltungskosten hochsetzen, indem sie die Energiepreise nach oben treiben, das können sie. Und dafür stehen wir als AfD nicht zur Verfügung. Wir stehen dagegen. Diese unsinnige CO2-Steuer, die jetzt erhoben wird auf alles, macht unser Leben teurer. Meine Nachbarn, vierköpfige Familie, die sind sonst in der Woche für ca. 160 Euro einkaufen gegangen. Dann haben sie sich dazu entschlossen, mal ab und zu mal was aus dem Bio-Abteilung zu holen. Wisst ihr, was jetzt ist? Jetzt zahlen die 230 Euro pro Woche. So sehr sind die Preise geklettert und nichts mehr mit Bio. Dann, kleine Entwicklung, CO2-Steuer. Auswirkungen auf den Dieselpreis. Benzin liegt etwa ähnlich. Dieses Jahr bedeutet das für uns im Klartext 8 Cent mehr an der Tankstelle. 8 Cent mehr durch die CO2-Steuer. Kann weg. 2022 9,5 Cent. 2023 11 Cent. 2024 14 Cent. 2025 17 Cent und so weiter und so fort. Liebe Leute, das lassen wir denen nicht durchgehen. Verarschen können wir uns alleine. Und als letztes noch ein Wort zu diesem Schwachsinn, der seit dem Jahr 2000 betrieben wird. Seit wir das EEG haben, das Erneuerbare Energiengesetz, was uns unheimlich viel Geld kostet und nichts gebracht hat. Wir haben eine Verdopplung der Kraftwerkskapazität in Deutschland in den letzten 20 Jahren erlebt. So, die eine Hälfte, das waren alles die Kraftwerke, die wir kennen. Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und Kernkraftwerke. Die andere Hälfte von dem, was heute ist, ist aufgebaut worden durch Windräder. Das sind Windenergieanlagen, das zählt auch zur Kraftwerkstechnik. Und die ist insgesamt die ganze Kapazität aufgebauscht worden auf das Doppelte. Und soll ich euch was sagen? Es ist überhaupt nicht mehr Energie, Strom erzeugt worden. Wir haben die doppelte Kraftwerkskapazität, haben das Zeug teuer produziert, hingestellt, Solaranlagen, Windräder und wir haben keine Kilowattstunde mehr Strom erzeugt. Toll, oder? Und noch was, die wollen es ja noch weiter treiben. Die Kohlekraftwerke sollen auch verschwinden. So, dann sollen es die Erneuerbaren bringen. Und damit es funktioniert, noch höchstens ein paar Gaskraftwerke. Aber liebe Freunde, das wisst ihr alle, wenn der Wind nicht weht und es Nacht ist, dann nennt man das Dunkelflaute. Und da kann ich 10 Windräder hinstellen oder 10.000 Windräder hinstellen. Es wird keine Kilowattstunde Energie erzeugt. Keine. Herr Kretschmer zum Abschluss, der ist noch mal dran. Herr Kretschmer, der schon viel in seinem kurzen Politikerleben erzählt hat, was hinterher mit einer 180-Grad-Wende seines Rückgrats korrigiert wurde, hat 2011 den Ausstieg aus der Kernkraft mitbeschlossen. Er hat den Kohlekompromiss, das ist ein furchtbares Wort dafür, aber es heißt nun mal so, auch den Ausstieg aus der Braunkohle beschlossen. Dieser Ministerpräsident stellt sich vor den Verband der sächsischen Wirtschaft vor kurzem, da war ich auch dabei, und sagt, kein Land der Welt kann es sich eigentlich leisten, zugleich aus der Kernenergie und aus der Braunkohle auszusteigen. So hat er das gesagt und bei beiden Sachen hat er zugestimmt. Dieser Ministerpräsident sollte beim nächsten Mal der Vergangenheit angehören. Wir
Wir brauchen Leute mit Rückgrat. Wir brauchen Leute, die stehen. Wir brauchen Leute vorne, die nicht umfallen. Solche Leute brauchen wir. So einen Ministerpräsidenten brauchen wir. Und ihr dürft davon ausgehen, dass dieser Ministerpräsident beim nächsten Mal von der AfD kommt. Danke! Hat er ja nicht über den Klimawandel geredet. Ich frage mich, wo ist er denn eigentlich? Kurze Volksabstimmung. Wer ist dafür, dass wir hier Heizpilze aufstellen? Okay, machen wir, aber nur, wenn Greta kommt. Okay, also Greta soll nicht kommen. Habe ich gehört. So, jetzt aber noch ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen seid ihr heute auch hier. Wir haben auch Abendbrotzeit. Und ich wollte ja eigentlich essen gehen. Mit ein paar Kollegen nachher. Also ihr vielleicht auch. Aber nicht alle werden es dürfen. Also der Tino, der darf das. Der André Wendt, der ist schon zu lange wieder gesund. Der darf das nicht mehr. Der Jan Zwerg, der darf das auch nicht. Und ich darf es auch nicht. Das ist für uns verschlechtert, wir können uns zu Hause auch nicht Schnitte schmieren. Aber es gibt natürlich noch die Leute, die ihr Geld damit verdienen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, andere uns zu bewirten. Und einer, der diesen Leuten aus der Seele spricht, ist unser tourismuspolitischer Sprecher und selber Gastronom, Mario Kump. So. Ich muss mir mal ein bisschen Luft am Hals machen, aber wir vervollständigen das jetzt auch mal mit ein paar Worten. Liebe Leute, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürger, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zur heutigen Veranstaltung in Dresden. Kurz zu mir, mein Name ist Mario Kumpf, ich bin Mitglied auch des Sächsischen Landtages und dort tourismuspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Außerdem Stadtrat in Ebersbach-Neugersdorf und Kreistag von Görlitz. Heute aber, meine Freunde, bin ich nicht nur als tourismuspolitischer Sprecher der Fraktion hier, sondern heute bin ich als Bürgervertreter, als Vater und als Gastronom hier. Denn meine Familie betreibt selbst einen gastronomischen Familienbetrieb im Herzen der Oberlausitz. Und ich weiß nur zu gut, wie es den Gastronomen und der Veranstaltungsbranche jetzt in den Minuten ergeht. Die Landesregierung ist übergriffig geworden. Sie diktiert die Spaltung der Gesellschaft, welche von Veranstaltern, Gastronomen unter Drohung von Strafe umgesetzt werden muss. Treu nach dem Motto, friss oder stirb. Und das abgewandelte Zitat, friss oder stirb, ist nicht weit hergeholt. Speziell im ländlichen Raum werden die Gastronomen derzeit von einer Stornierungswelle überrollt. Gastronomen, welche 2G fordern, erleiden einen Einbruch von bis zu 75% ihres Durchschnittsdurchgangsverkehrs. Selbst Weihnachtsfeiern und Silvesterveranstaltungen werden abgesagt. Weihnachtsmärkte fallen aus. Eine wirtschaftliche Bankrotterklärung für jeden Unternehmer. Dieser Staat, diese Regierung und allen voran Ministerpräsident Kretschmer hat Gefallen an einem Corona-Regime, ja sogar an einem Corona-Diktat, einer Diktatur gefunden und treibt die Spaltung der Gesellschaft weiter voran. Ein Lockdown ist ja wieder nicht ausgeschlossen. Und die Gretchenfrage von heute lautet, bist du geimpft? Ein Instrument, um den Gehorsam ihrer Untertanen einzufordern und die Gesellschaft zu spalten. Eine Impfung, die nicht vor einer Infektion schützt. Eine Impfung, dessen Langzeitfolgen für die Gesundheit nicht absehbar ist. Eine Impfung, die nicht die Sicherheit bietet, welche uns versprochen wurde, uns nicht die Freiheit zurückbringt und zurückbringen kann. Freiheit als Belohnung für Gehorsam, liebe Freunde, ist keine Freiheit. Es ist die gelungene Kultur der Massen unter dem Deckmantel der Fürsorge.
Die Gesellschaft wird belogen, betrogen und durch Sozialdisziplinierung erpresst. Diejenigen, welche der Erpressung standhalten, sind die Sündenböcke, die Unsolidarischen, die Pandemietreiber. Man wird in eine Schublade gesteckt mit Corona-Leugnern, Querdenkern, Rechtsextremen und Demokratiefeinden. Und sogar völlig unpolitische Menschen, die bloß selbstständig denken, werden als Querulanten beschimpft. Und ich frage euch im Ernst, ist das normal, als gesunder Mensch erst krank werden zu müssen, um als Genesener einen Kaffee trinken gehen zu dürfen? Nein, nein, ist es nicht. Genauso wenig, wie es normal ist, dass abgewählte Politiker die Polittreppe hoch anstatt runterfallen. Es ist nicht normal, dass ein kleiner Diktator versucht, sich einen großen Namen zu machen, indem er unsere Bürger bestraft und das Einschränken von Grundrechten für legitim und demokratisch empfindet. Herr Kretschmer, wer Personengruppen mit 2G ausgrenzt, Ungeimpfte, minderwertig wie Vieh aussortiert, die Teilhabe am sozialen Leben verwehrt, wer unseren Gastronomen androht, ihnen die Gaststättenlizenz zu entziehen, wenn sie nicht spuren, kann niemals Demokrat sein, kann niemals sozial sein. Es ist genau das Gegenteilige. Es ist zutiefst undemokratisch. So sieht's aus. Und noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat es derartige Grundrechtseinschränkungen gegeben. Noch nie wurde der Bürger derartig vom Freistaat so drangsaliert, bedroht und eingeschüchtert. Noch nie war die Regierung unter Ministerpräsident Kretschmer so korrupt, manipulativ dem Bürger gegenüber wie jetzt. Und wir sagen hier alle gemeinsam, wie wir hier sind, Schluss damit. Ende, Feierabend. Wir alle als Bürgervertreter stehen heute hier für einen Ausbruch aus dieser Negativspirale, in der ideologische Fantasiegebilde, Machteitelkeiten und die totalitäre Anmaßung Einzug gehalten hat. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürger, liebe Freunde, lassen Sie sich nicht blenden, nicht manipulieren und verunsichern oder einreden, sie seien schlechte Menschen, weil ihnen nicht alles, was das sächsische Polemikkabinett mit seinen Widersprüchen erzählt, Glauben schenkt. Ihr seid keine schlechten Menschen oder Querulanten. Ihr seid keine Abtrünnigen und auch keine Pandemietreiber. Ihr seid keine schlechten Menschen, auch wenn man das euch immer und immer wieder gebetsmühlenartig einreden will. Ihr seid Bürger des Freistaates Sachsens. Ihr seid diejenigen, die das Recht haben, selbstständig entscheiden zu dürfen. Ob ihr euch impfen lasst oder nicht. Ob ihr eure Geschäfte öffnet oder eben nicht. Ob ihr euren Mund aufmacht oder nicht. Denn genau das ist euer Recht. Und was Recht ist, muss Recht bleiben, meine Damen und Herren. Und das fordern wir uns heute hier zu Recht ein. Wir gemeinsam verkörpern das letzte Aufbäumen unseres Volkes für eine Zukunft in Freiheit, Selbstbestimmung und Wohlstand, dem uns gebührt. Und gemeinsam schlagen wir diesen roten Teufel im rot-grünen Gewand aus der politischen Hölle. Denn nicht ohne Grund sind wir die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Ich möchte mich nochmal zum Schluss an alle bedanken, die sich heute hier trotz Kälte aufgemacht haben und die hier trotz der Kälte auch verharren. Ich wünsche euch einen schönen Abend und gebe nochmal zurück an Sebastian. Danke, Mario. Und was machen wir, wenn Kretschmer weg ist? Leute, wir können doch das Land nicht zuschließen und woanders hinfahren. Dann brauchen wir jemand anderen. Wir sind die Alternative für Deutschland.
und eine Alternative für Sachsen. Und natürlich haben wir viele gute Politiker und deswegen als Schlussredner des heutigen Abends unser Landesvorsitzender Jörg Obern. Ja, vielen Dank auch von mir. Guten Abend. Ich freue mich, dass es doch voll geworden ist hier in Dresden zu unserer Demonstration. Wir haben November, es ist kalt, es ist dunkel und ich befürchte, es wird in unserem Land noch ungemütlicher werden. Und damit meine ich selbstverständlich nicht das Wetter, ich meine die politische Lage. Wie zur gleichen Zeit im Vorjahr spielt auch heute wieder unser Landespanikorchester auf zum Tanz mit dem Kapellmeister Kretschmer am Dirigentenpult. Und der Ex-SED-Funktionärin Köpping als erster Geige. Und in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom vergangenen Freitag über die Corona-Lage in Österreich und Sachsen wurde einmal mehr unser guter Bekannter Marco Wanderwitz zitiert, der die Impfskepsis hierzulande, wie er sagte, mit der renitenten Bevölkerung in Zusammenhang bringt. Renitent, das weckt in mir Erinnerungen an die Comics und die lustigen Filme über ein kleines Dorf in Gallien mit einer sehr freiheitsliebenden Bevölkerung. Und in meinen Gedanken höre ich den Asterix sagen, die spinnen, die CDU-Bonzen. Liebe Freunde, liebe Gäste, trotz aller Beschwichtigungen, Lügen und statistischen Tricks, es wird immer offensichtlicher, die Wunderwaffe Impfung ist gescheitert. Hieß es im letzten Herbst noch, Geimpfte sind nicht mehr ansteckend. Oder der Impfschutz hält jahrelang nach der Impfung. So heißt es heute, der Impfschutz hält nur noch 6 Monate. Tausende Corona-Patienten in den Krankenhäusern, hunderte geimpfte Corona-Tote sprechen eine klare Sprache. Impfdurchbruch ist nichts anderes als die Beschönigung von Impfversagen. Und nun soll das Boostern, die dritte Impfung gegen Corona, zum Endsieg über Corona führen. Aber auch diese Strategie darf mit Recht bezweifelt werden, wenn sich auch Drittgeimpfte wie der saarländische Innenminister mit Corona infizieren. Ich frage mal mit den Worten einer Kollegin, die den ganzen Irrsinn der Impfversessenheit der Regierungen zum Ausdruck bringt. Was ist das für ein Impfschutz, bei dem die Geschützten vor den Ungeschützten geschützt werden müssen? Indem man die Ungeschützten zu Schutzmaßnahmen zwingt, die schon bei den Geschützten nicht gewirkt haben. Interessant ist auch, was der Hofvirologe von Frau Merkel, Herr Drosten, inzwischen zurückrudert. Er sagt, wir haben keine Pandemie der Ungeimpften. Und mittlerweile spricht er von einer Nachdurchseuchungsphase durch natürliche Infektionen. Sarah Wagenknecht, wie bekannt keine Sympathisantin der AfD, kommt anhand der offiziellen Krankenhauszahlen zum Schluss, es ist zu großen Teilen eine Pandemie der Geimpften. Wir wollen uns aber nicht in Geimpfte und Ungeimpfte spalten lassen. Wir wollen uns nicht gegenseitige Vorwürfe machen. Denn von den sogenannten Zeugen Coronas wurden alle hinters Licht geführt. Hinters Licht geführt wurden die Geimpften, weil man ihnen vollständige Immunisierung und Rückgabe aller Freiheiten versprach oder weil sie dem Druck nicht standgehalten haben. Nun sitzen sie in der Impf-Abo-Falle. Hinters Licht geführt wurden die Genesenen, weil auch sie schon nach einer 6 Monaten Schonfrist an die Nadel gebracht werden.
und hinters Licht geführt wurden auch die Ungeimpften oder besser gesagt die Gesunden. Also diejenigen, die sich nicht von der Propaganda getrieben freiwillig den kleinen Pieks mit einer genveränderten Substanz abholen wollten. Lauterbach und Co. erklären sie nun für vogelfrei. Sie werden aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Die Medien dürfen sie verhöhnen, wie das auch unsere sächsische Zeitung in schlimmster SED-Bezirkszeitungsmanier wieder tut. Jeder kleine und große Sadist darf diese asozialen Verweigerer schikanieren, ohne Gefahr zu laufen, dafür bestraft zu werden. Immerhin, arbeiten, um Steuern zu zahlen, das dürfen die Gesunden noch. Hans-Ulrich Jürges, ehemaliger Chefredakteur des Stern und nicht im Verdacht, AfD-nah zu sein, spricht bei Bild TV von einem Propagandafeldzug und Angstmache gegen die Nicht-Geimpften. Die sollen nun herhalten für mögliche Engpässe in Krankenhäusern. Ja, so hätten Sie es gern, Frau Köpping und Herr Kretschmer. Sie Gesunden als Sündenböcke für Ihr politisches Versagen. Herr Kretschmer und Frau Köpping, solche durchsichtigen Ablenkungsmanöver verfangen bei uns Sachsen nicht. Sie haben die Corona-Staatskrise selbst hervorgerufen. Sie haben unser Gesundheitswesen seit Jahren kaputt gespart. Wenn es laut Lesart der Regierung schon 2020 einen Mangel an Krankenhausbetten gab, warum hat man diesen Mangel nicht abgebaut? Warum hat man den Mangel noch verschärft? In der größten Krise nach Kriegsdeutschland, wie es die politische Ziehmutter von Herrn Kretschmer, Frau Merkel, sagt, wurden deutschlandweit 4.000 Intensivbetten abgebaut. Im CDU-regierten Sachsen wurden 300 Intensivbetten abgebaut. Warum bezahlt man die Pflegekräfte nicht endlich besser? Im Corona-Jahr erhöhte der Sächsische Landtag die Abgeordnetenbudgets, hören Sie zu, um 2.500 Euro pro Monat. Die Gehälter der Pflegekräfte in Krankenhäusern erhöhten sich im Corona-Jahr um 0 Euro. Aktuell kämpft die Gewerkschaft für eine 5%ige Erhöhung der Gehälter im Gesundheitswesen. Und wer mauert? Die Tarifgemeinschaft der Länder. Aus Sicht der Bundesländer ist die Corona-Pandemie doch nur eine temporäre Belastung für Krankenhausmitarbeiter. Diese Frechheit muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind dieselben Regierungen, die uns erklären, dass heute der Markt für Pflegekräfte leergefegt ist. Und aus welchen Gründen kündigt denn das Krankenhauspersonal? Weil sie noch vor einem Jahr von scheinheiligen Politikern als Corona-Helden bezeichnet wurden und ihnen heute von denselben Politikern mit Entlassung gedroht wird, wenn sie sich nicht impfen lassen. Oder auch wegen der menschenverachtenden Besucherregeln, die sie umsetzen müssen. Zum Beispiel für Familien todkranker Patienten. Oder wegen der andauernden Vorwürfe, gesundes und ungeimpftes Pflegepersonal würde trotz medizinischer Hygienevorschriften die Patienten gefährden. Vorwürfe von Politikdarstellern, die zu großen Teilen in ihrem Leben noch keinen einzigen Tag wirklicher Arbeit verbracht haben. Der Exodus von Pflegekräften aus Krankenhäusern, Pflegeheimen, Altenheimen ist das Ergebnis jahrelanger Sparmaßnahmen und einer Überlastung, die die ganze Missachtung der Politik für deren schwere und nützliche Arbeit zeigt. Dass es im vergangenen Jahr nicht gelungen ist, neue Intensivkräfte zu gewinnen oder zu qualifizieren, zeigt außerdem, wie wenig ernst es Politikern wie Herrn Kretschmer oder Frau Köpping mit der Belastung oder Überlastung der Krankenhäuser wirklich ist. Testzwang, Lockdown, 3G, 2G, Bußgelder, das ist doch viel einfacher als konstruktive, zielorientierte Arbeit. Und um die eigene Unfähigkeit zu übertünchen, braucht man Schuldige. Wer eignet sich da besser als die skeptischen Bürger? Umso mehr, wenn es Regierungskritiker sind.
Wie schön, wenn man von den staatlich verordneten Verboten einerseits den Bürgern eine Mitschuld an der angeblich dramatischen Infektionslage zuschiebt und gleichzeitig seinen Kritikern das Demonstrieren verbieten kann. Liebe Gäste, seit 2 Jahren sind wir Zeugen, wie die Corona-Maßnahmenpolitik und der Missbrauch der Wissenschaft unsere freiheitliche, offene Gesellschaft bedrohen. Nicht erst seit 2 Jahren erleben wir, wie eine Verbindung aus Politikern, Experten, Großkonzernen und Nichtregierungsorganisationen sich anmaßt, das wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch das individuelle, familiäre Leben uns vorzuschreiben und das zu steuern. Einzelne politische Ziele wie Klima oder nun auch der Gesundheitsschutz stellen diese sogenannten Eliten höher als die Grundrechte und die individuelle Menschenwürde. Um die bisherigen Grundwerte unseres Lebens zu verdrängen, muss natürlich Angst geschürt werden. Und gerade das erleben wir derzeit in besonderem Maße. Ich sage deshalb, widersetzen wir uns dem aufziehenden Totalitarismus. Widersetzen wir uns der Angstpropaganda. Verteidigen wir unser Menschenbild, dessen Grundlage Freiheit, Menschenwürde und Grundrechte sind. Ein Zitat: Nur wenige Sachsen geben ihren Widerstand auf, hieß es in dem zu Beginn zitierten Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung. Die meisten Impfskeptiker, die seit fast 2 Jahren Corona gesund geblieben sind, wollen sich auch in Zukunft nicht impfen lassen. Und das trotz der stumpfsinnigen Diskriminierung der CDU-Regierung mittels 2G. Und die Deutsche Handwerkerzeitung berichtete am Freitag, dass die neue Corona-Verordnung in Sachsen auch vielen Betrieben in Handel und Gastronomie viel zu weit geht. Diese Betriebe wollen die irrsinnigen Regelungen nicht weiter mittragen und sie sagen, wir schließen freiwillig. Wohl wissend, dass sie für diesen Verzicht keine staatliche Hilfe bekommen werden. Wohl wissend, dass sie von keinem staatlichen Corona-Airbag aufgefangen werden, wie Beamte und Politiker. Von ihren Kunden erhalten diese Betriebe Blumen und Applaus. Danken auch wir ihnen für ihren Mut, schließen auch wir uns diesem Applaus an. Dabei sind diese Mutigen, sind alle widerstandswilligen Sachsen nicht allein. Die AfD steht fest an ihrer Seite. Derzeit bekommen wir in unzähligen Briefen und E-Mails die Hoffnung mitgeteilt, die in unsere Partei gesetzt wird. Und wir stehen auch an der Seite all derjenigen, deren Stimme nicht mehr gehört wird. An der Seite der jungen Leute, denen man seit Monaten und nun auch bald seit Jahren Teile ihrer Kindheit und ihrer Jugend gestohlen hat, die man um viele Bildungschancen gebracht hat, denen eine verantwortungslose Politikerkaste eine riesige Zukunftslast aufgebürdet hat, die dann noch abzuzahlen ist, wenn Frau Merkel, Herr Altmaier, Herr Kretschmer und Scholz und wie sie alle heißen, schon längst ihre unverdienten Pensionen genießen. Unser Erfolg als AfD bei der Bundestagswahl darf und wird kein Ruhekissen sein. Solange die AfD aber in Sachsen nicht die absolute Mehrheit hat, sind unsere Möglichkeiten noch begrenzt. Auch das gehört zur Wahrheit. Doch diese begrenzten Möglichkeiten nutzen wir mit aller Kraft im Sächsischen Landtag, in den Kreistagen und in vielen kommunalen Parlamenten. Wir beantragen Abweichungen von den Corona-Verboten dort, wo Kommunen und Landkreise das selbst entscheiden können. Wir bringen Transparenz in die verschleierten Daten der Krankenhausbelegungen, der Intensivbettenverfügbarkeit, der Infektionszahlen in Krankenhäusern, in Heimen, in Schulen und Kindergärten.
Wir bringen das Handeln oder das Nichthandeln der Verantwortlichen in die Öffentlichkeit. Wir unterstützen und wir organisieren Bürgerprotest und wir klagen vor dem Sächsischen Verfassungsgericht gegen die grundgesetzwidrigen Corona-Verordnungen. Die meisten von Ihnen haben sicher verfolgt, dass es bis heute keine Entscheidung der sächsischen Verfassungsrichter zu den Corona-Klagen gibt. Damit muss es jetzt vorbei sein. Die Verfassungsrichter haben die Aufgabe, Gesetze und Verordnungen auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung zu prüfen, wenn das mehr als ein Viertel der Abgeordneten im Sächsischen Landtag verlangt. Und das ist jetzt soweit. Konnte man im Sommer noch sagen, dass 3G nur teilweise in die Grundrechte der Bürger eingreift und dass dem ein Nutzen für das Gesundheitswesen gegenübersteht, so ist das mit 2G endgültig vorbei. 2G diskriminiert eindeutig gesunde Menschen, die sogar bereit sind, ihre Gesundheit mit einem Test nachzuweisen. Und gleichzeitig verstärkt 2G das Infektionsgeschehen, indem geimpften Personen suggeriert wird, sie könnten niemanden anstecken. Das ist das Gegenteil von Infektionsschutz. Ich fordere daher die sächsischen Verfassungsrichter auf, werden Sie der verantwortungsvollen Aufgabe gerecht, die Ihnen die sächsische Verfassung aufgegeben hat. Schützen Sie unsere Wirtschaft vor verfassungsfeindlichen Verordnungen der Regierung. Schützen Sie unser Gesundheitswesen vor verfassungsfeindlichen Verordnungen der Regierung. Schützen Sie die Freiheit und das Wohlergehen unserer sächsischen Bürger vor verfassungsfeindlichen Verordnungen der Regierung. Liebe Freunde, liebe Gäste, um in Sachsen eine bessere Politik machen zu können, brauchen wir, die AfD, einen Stimmenzuwachs auf allen Ebenen. Nicht nur im Land und im Bund, auch auf der kommunalen Ebene müssen wir wachsen. Im nächsten Jahr werden in Sachsen über 200 Bürgermeister und 9 Landräte neu gewählt. Bürgermeister und Landräte, das ist die Machtbasis der CDU. Das ist die Machtbasis von Politikern wie Michael Kretschmer und Marco Wanderwitz. Zerstören wir die Machtbasis derer, die unser Land, unsere Freiheit und unsere Grundrechte zerstören. Wählen Sie keine CDU-Bürgermeister mehr, die am Ende nur einen CDU-Chef wie Michael Kretschmer stützen. Wählen Sie unabhängige Bürgermeisterkandidaten. Wählen Sie Bürgermeister der Freien Wähler oder wählen Sie am besten die Bürgermeisterkandidaten der AfD. Wählen Sie auf keinen Fall weiterhin die Vertreter der CDU, die vielleicht sehr nette Menschen sind, am Ende aber nur den Kurs von Frau Merkel und Herrn Kretschmer unterstützen. Geben Sie diese Aufforderung an Ihre Freunde weiter, an Ihre Familie, an Ihre Arbeitskollegen, an Ihre Eltern, an Ihre Kinder. Wir können dieses Land auf demokratischem Wege ändern, wenn wir dafür demokratische Mehrheiten schaffen. Liebe Freunde, liebe Gäste, es gibt in unserem Land weder eine Pandemie der Ungeimpften noch eine Pandemie der Geimpften. Das Einzige, was wir in unserem Land seit anderthalb Jahren erdulden müssen, ist eine Pandemie des Dilettantismus und des politischen Versagens. Zum Schluss noch zwei wichtige Bitten an Sie. Erstens, wenn Sie ein Ende des Dilettantismus und ein Ende der Unfreiheit wollen, dann wählen Sie nie wieder CDU. Und zweitens, lassen Sie sich von Medien und Politikern nicht spalten. Akzeptieren Sie die Entscheidung anderer Menschen, die sich von einer Corona-Impfung Schutz versprechen, genauso wie Sie oder ich für mich beanspruche, dass meine Entscheidung gegen eine Impfung akzeptiert wird. Nur geeint sind wir stark. Nur geeint können wir unser Land zum Besseren verändern. Halten wir also zusammen und unterstützen wir uns weiter gemeinsam in unserem Kampf.
Wenn wir uns spalten lassen, unterstützen wir nur diejenigen, die unser Land spalten wollen. Menschen wie Herrn Kretschmer, Menschen wie Frau Köpping. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass der schlechteste Ministerpräsident, den Sachsen jemals hatte, schon bald aus seiner Staatskanzlei am anderen Ufer der Elbe vertrieben wird. Jawohl! Und jetzt, bevor wir auseinandergehen, von meiner Seite nochmal herzliches Danke für euer Kommen heute. Herzliches Danke dafür, dass ihr trotz Kälte, trotz November hierher gefunden habt nach Dresden. Und ich bitte nun zum Schluss, weil wir, wie bei jeder AfD-Veranstaltung, selbstverständlich unsere geliebte Nationalhymne singen, die Abgeordneten der AfD im Sächsischen Bundestag und die Abgeordneten der Sächsischen AfD im Landtag zu mir auf die Bühne, damit wir gemeinsam diese Veranstaltung mit unserem geliebten Lied beenden können. Und kämpfen Sie weiter, geben Sie nicht auf. Auch wir sind an Ihrer Seite und ich hoffe, wir werden es möglichst bald schaffen, dass dieser Irrsinn ein Ende hat. Vielen Dank nochmal.